So. Morgen. Moin. Es ist nicht zu glauben. Wir wandern schon wieder. Jo. Diesmal am schönen Listersee. Ist das richtig? Ja. Am Listerstausee? Listersee? Irgendwie so. Wir sind im Sauerland bei Drolshagen. Genau. Drolshagen. Das ist so ein Ausläufer von dem Bigge Stausee. Der geht, glaube ich, auch in den Bigge See über. Weiß Ich glaube, die sind miteinander verbunden. Naja, auf jeden Fall haben wir uns hier mal kurz entschlossen. Christine hat freigekriegt über den Feiertag. Selten genug, müssen wir feiern. Ist ja ein Feiertag. Und haben wir uns gedacht, wir fahren mal raus. Ja. Oder Maus? Ja, Die raus, Maus fährt Maus. raus. Jo. So, wir stehen hier am Gut Kalberschnake. Das ist tatsächlich ein Campingplatz. Den zeige ich mal später nochmal. Das, was geht. Ja. So, was laufen wir jetzt ab? Jetzt laufen wir die Kultur. Das ist ein Wanderweg mit vielen kulturellen Kunstwerken, die von einer Initiative ins Leben gerufen würden. Das sind so auf dem ganzen Wanderweg so 24, 25 Stück, glaube Ja, ich. teilweise hat sich die Natur da auch schon wieder was zurückgeholt. Ja. Aber, Und glaube ich, wird ganz spannend. ja, gucken wir mal. Wetter ist okay. Noch ist trocken. Sollen knapp 10 Kilometer sein. Jo. Und die Listertalsperre ist auch schon wieder. Ja, wie man sieht, sehr leer. Aber ich glaube, das haben sie alle jetzt wieder, die ganzen Talsperren. So, wir suchen jetzt mal den Einstieg und dann schauen wir mal, was geht. So. Toi, toi, toi. Das ist der Platz der Auseinandersetzung. Ja, Gesprächskreis würde ich sagen. Sehr schön. So, jetzt müssen wir schnell sein, weil jetzt kommen die galoppierenden Strohhaufen. Strohballen. Strohhaufen. Strohballen. Strohballen? Können Keine Ahnung. Strohballen sein. Wir werden es gleich sehen. Ich sehe sie schon. Ah. Schnell, bevor sie weg sind.
geht es ein bisschen bergauf. Und immer auf A1 bleiben. Aber sonst, oder Schatzimaus? Sehr schön, ja. Total toll. Interessant. Ich muss ja erstmal wieder einholen, weil ich bin ja langsamer. Der alte Mann braucht ein bisschen. Ja, ich habe ja die Kamera in der Hand. Ich muss auch noch ein paar Bilder machen für euch. Ah, ich muss ja immer dem Hund folgen. Aber der kann selber laufen. Er hat 4 Pfoten. Nein, ist sehr schön. Also, müsst ihr mal machen, wenn ihr hier in der Nähe seid. Ja, vor allem, ich hatte so am Anfang erst so gedacht, boah, bei dem Wanderparkplatz Autos, da kommt noch ein Auto und jede Menge Leute. Jetzt überrennen sie dich hier im Wald, aber bis jetzt haben wir noch keinen gesehen. Nee, außer ein Waldschrat. Alle verstreut. Vielleicht auch irgendwelche Trolle, die uns hier beobachten. Pause. Ja. Teechen. Teechen. Würstchen. Leckerchen. So, weiter geht's, würde ich sagen. Weiter geht's. Also, ich muss auch sehr sagen, das ist vielleicht auch mal ein schöner Weg mit Kindern. Ja, ne? Ja, die dann diese einzelnen Punkte suchen können. Also, das ist dann vielleicht auch interessant. Definitiv. Nicht so langweilig für die Kids. Nö. Ist gut. Also, diese Skulpturen hier am Wegrand sind die Weggefährten, habe ich gerade gelesen. Dann lass uns mal gucken, ob die Weggefährten uns hier weiterführen. Ja. So. Auf wie. In der freien Natur, weil diese keine Meinung über uns hat. Also, Zitate von Nietzsche, Goethe, Dürer, Hikmet, verschiedenen Schriftstellern, Philosophen, Dichtern und Denkern. Ich glaube, das Wetter schlägt ein bisschen um. Ich hoffe, das Mikrofon leistet jetzt seine Dienste. Bisschen windig. Windig, ja. Das sieht ein bisschen aus wie die Dodekaliten in Dänemark. In Mini-Format. In Mini. Wer da noch nicht war übrigens, ne? Hier oben verlinken, super. Ja. Schön und auch super mystisch. Was macht der Hund? Kackt wieder. Fängt Nase. Jo. Ich glaube, da hinten hat der Köhler schon vorbereitet für die Holzkohle. Kann das sein? Ja, das sieht so aus. Wer weiß das? Möge es bitte mal hier reinschreiben.
Wir werden beobachtet. Der Wald oder zumindest der Baum beobachtet uns. Ist aber spooky. Immer wieder auf den Wegen kleine, was ist das, Skulpturen, ja. kleine Kunstgegenstände. Hier beim Campingplatz Gut Kalberschnake, da kriegt man so ein Infoblatt über die Kultur und da steht dann auch immer drin, was das alles ist. Und so. Und so. Ne, schöne Tour, muss ich sagen. Gefällt. So, jetzt habe ich aber so ein bisschen Angst, dass wir gleich nass werden. Ah, das wird schon. Das wird schon. Wir gehen mal weiter. So, Wetter ist ja mal wieder herrlich. Das sah vorhin ein bisschen anders aus. Aber sehr schön geworden. Ist mal nicht so laut. Na, ja, da ist ein bisschen wolkig. Aber egal. Kann man gut laufen. Super Wetter. Jo. Ist trocken. Bisschen windig vielleicht. So, wir buttern gerade mal wieder. Hm? Mal wieder. Wir haben noch nicht gebuttert. Genau, vorhin war ja nur ein Tässchen Tee. Genau. Und beobachten hier gerade so ein. Wie heißt der? Sperber, glaube ich. Okay. Würde ich jetzt sagen, so ein langer Schwanz, so ein kleinerer. Sperber, nee, ist klar. Was machst du denn jetzt? Ja, viele von uns würden es verstehen. So, schnell einen Traubenzucker rein. Mhm. Weiter geht's. Ja, weiter geht's. Zur Kurvendiskussion. Kurvendiskussion, ja, jetzt wollen wir mal gucken. Bisschen Mathe noch, wa? Kurvendiskussion soll das sein. Okay. Naja, Kurve ist hier, ne? Ist schon schön. Ist schon schön. Ja. Zum Schluss oder weiß ich nicht, zum Anfang der Wanderung, je nachdem, wo du einsteigst, kannst du auch zwischendurch mal den See sehen. Ist ja mal ein schöner Blick. Hier. Ah, ist wirklich schön. Ja. Die Lister, der See, der Listersee. Die Listertalsperre. Die Listertalsperre, das versunkene Dorf. Oder wie war das? Ja, da waren ja Häuser drin, da haben sie ja geflutet. Ich glaube, bei jeder Talsperre gibt es irgendwie ein geflutetes Stimmt. Dorf. Aber da oben, da muss irgendwo der Gehörnte stehen. Ich finde ihn nicht.
Kann sein, dass sich die Natur den schon zurückgeholt hat. Ja, weil manchmal sind die von der Natur. Genau, manchmal ist das nämlich schon so. Vereinnahmt. Dann suchen wir mal den Gehörnten. Komm. Eine Bombe-Elf. Geschafft, fast. Da sind wir wieder. Jo. So, da. Listertalsperre und da hoch geht's zum Campingplatz. Geht's jetzt zum Campingplatz. Halb drei. 14:30, das heißt 3,5 Stunden. Mit Pause. Also drei und Stunden. Film. Dauert ja auch immer noch ein bisschen. 3 Stunden langsames Laufen. Ja, also. Wir sind ja nicht auf der Flucht. Nö, gut zu schaffen. Ja. Schön zu laufen. Richtig schön zu laufen. Ja. Auch für Kinder, ich würde auch sagen, mit Kinderwagen. Ja. Kannst ja. Das auch gut machen. Du musst nicht unbedingt festes Schuhwerk haben. Also Turnschuhe oder so würde ja, auch reichen, glaube ich. Schon, aber jetzt nicht. Ja, grundsätzlich. Aber brauchst du schon vernünftige ist auch Schuhe. Für haben. Ungeübte wie uns gut zu schaffen. Ja. Nee, war sehr schön. Sehr interessant. Haben sich richtig viel Mühe gegeben, muss ja. Ich sagen. Schick, schick. Toll, toll. Ja. So, wir machen jetzt. Käffchen und Pause. Und wir hauen ja morgen hier wieder ab. Jetzt weiß ich noch nicht, ehrlich gesagt, ob ich das noch schaffe, den Campingplatz hier zu filmen. Ansonsten müsst ihr mal googeln, das ist ja kein Problem. Ja. Ne? So nämlich. Ja, hoffen wir, dass wir einen schönen oder einen vernünftigen Eindruck von dem Wanderweg gemacht oder erstellt haben. Was wollte ich jetzt sagen? Das weiß ich nicht, Alter. Ich wollte jetzt sagen, dass wir hoffentlich einen guten Eindruck, dass vermittelt. Ihr einen, ja genau, jetzt haben wir es, dass wir einen guten Eindruck vermitteln konnten, wie der Wanderweg so ist. Genau. Eine Geburt hier, mit, ja. Ohne Kaiserschnitt. Ja, so, ich sage jetzt schon mal Tschüss. Ja. Weil ich weiß nicht, was jetzt noch passiert. Käffchen, Flitten, Käffchen. Mittagsschläfchen. Ja, aber keine Kamera mehr an. Nein. Also. Die machen wir vielleicht Samstag wieder an. Okay. Vielleicht kommt der nächste. Ja, vielleicht gehen wir noch mal einmal wandern, das Wochenende hier. Ja. Schauen wir mal. Also, schönen Dank, dass ihr dabei wart. Bleibt sauber, macht's gut. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss. Tschüss.